Hallo und herzlich willkommen in Claudias Küchenexpress. Ja, ich bin wieder zurück in Deutschland aus von 34 Grad auf minus 1 waren es, als ich gestern angekommen bin. Vorgestern. Vorgestern. Wann bin ich angekommen? Heute ist Donnerstag. Dienstag. Ja, vorgestern. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich bin. Vorgestern bin ich angekommen und das war so schweinekalt, Leute. Ich habe mir einen abgefroren. Naja, nicht schlimm. Aber vorher war ich halt in Ägypten und das war so super. Ich war im La Branda Royal Makadi. Ja, das liegt ein bisschen südlich von Hurghada in der Makadi Bay. Ist ein 5-Sterne-Hotel. Und wenn ihr einen Tipp, wenn ihr nach Ägypten fliegt, wirklich nehmt 5 Sterne, nicht drunter, weil dann macht ihr Abstriche beim Essen, beim Service und teilweise auch bei der Sauberkeit der Zimmer. Ist jetzt nicht mein erster Ägypten-Trip. Ägypten ist so das Land meines Herzens. Ich liebe die Leute, ich liebe das Land, ich liebe das Essen und ja, die ganze Atmosphäre. Ich habe so einiges an Trips mitgebracht. Ein paar werde ich euch vorstellen in Form von Bildern. Ich auf dem Dromedar. Sehr nett war das. Die Dinger, die sind so klasse. Wenn ihr Dromedarreiten macht, achtet bitte darauf. Die Tours, die wir gemacht haben, sind eigentlich immer sehr ordentlich und trotzdem kontrolliere ich immer unter dem Sattel. Ne? Manche lassen nämlich einfach die Sättel drauf und die Tiere schwitzen und reiben sich wund. Und ich gucke halt immer so unter den Sattel, was haben die da für eine Unterlage drunter. Aber mein Tier war super, super freundlich und hatte auch Spaß an der Sache. Genau wie ich. Aber das war schon ja, ein Erlebnis. Wir waren dann auch in der Wüste, Sonnenuntergang. Wir hatten einen Tourguide, der hat eine Nachtaktion gemacht, weil hier sieht man die Sterne nicht mehr, weil alles so hell ist durch das künstliche Licht, was wir halt so haben. Und die Städte, die haben einfach strahlend so viel Licht aus, dass du keine Sterne mehr siehst. Und dort im Beduinendorf hat man dann einfach das Licht ausgemacht. Und es waren Tausende von Sternen zu sehen. Das war so, so schön. Und dann haben wir auch mit einem Laserpointer hat er die Sterne anfixiert und hat uns alles erklärt. Und ja, das war einfach nur sehr, sehr schön. Das Beduinendorf selbst ist angelegt für Touristen. Das heißt, ihr müsst da keine Angst haben. Da gibt es eine Toilette mit fließendem Wasser. Das wird alles durch Solar betrieben. Und man hat mir auch erklärt, dass immer wieder die Fragen aufkommen, wieso macht ihr nicht alles mit Solar? Das geht in der Wüste nicht, weil der Sand ist so fein, dass die Solarpanels kaputt gehen. Die werden so zerkratzt, dass nichts mehr funktioniert. Und das hat man schon versucht. Und das ist einfach zu teuer für das Land. Und deswegen wird weiter Strom für das ganze Land versorgt über den Aswan-Staudamm. Und ja, so läuft das dann halt dort drüben. Dann war ich noch auf der Mahmeya-Insel. Das ist eine naturgeschützte Insel. Da dürfen immer nur so und so viele Touristen drauf. Und da bekam ich eine Krabbenmassage. Unser Tourguide hat mir eine Krabbe auf den Rücken gesetzt. Ich habe vor solchen Viechern keine Angst. Und die war so süß, gell? Da habe ich eine Aufnahme von dem Max. Habe ich gesagt, der heißt Max? Sagt er, ja, der heißt Max. Und da habe ich gesagt, wo hast du den denn her? Sagt er, auch vom Nachbarstrand, da gibt es Tausende davon. Habe ich gesagt, na, sehr schön. Also hat super viel Spaß gemacht. Und hier mal ein paar Eindrücke. Und dann kommen wir zum Gewinnspiel. Hat natürlich auch was mit Ägypten zu tun. Thank you.
Ich hoffe, die Bilder haben euch gefallen und das kleine Video, was ich dabei hatte. Ja, Ägypten ist ein super tolles Land, aber ich sage euch nur, das ist ein kleiner Tipp von mir, reist im April oder Mai dorthin. Vor April ist es zu kühl. Das Meer ist auch noch recht kühl. Aber April, Mai, super Badezeit. Man kann gut ins Meer gehen, das ist gar kein Problem. Aber dann geht es auch schon los, Ende Mai. Juni, Juli ist ganz, ganz schlimm. Hat man so um die 40, manchmal sogar 45 Grad. Einfach super heiß. Die Sonne brennt euch die Haut vom Leib. Also das ist nicht witzig. Ihr könnt nicht gut Ausflüge machen, weil ihr direkt verkokelt. Ja. Aber dann ab September, Oktober, November, das sind auch noch 3 Monate, wo ihr richtig gut nach Ägypten reisen könnt, wo es Meer gut aufgewärmt ist von den Sommertemperaturen. Also ganz, ganz herrlich und es lohnt sich wirklich und die Ägypter sind ganz toll, ganz tolles Volk. Ja, was gibt es zu gewinnen? Drei Preise, schaut sie euch mal an. Jetzt zu meiner Frage. Es gibt ja die drei berühmten Pyramiden in Gizeh. Das ist ja ein paar Kilometer von Kairo entfernt, ist gar nicht so weit weg, gehört zu einem der 7 Weltwundern. Und die höchste davon, man spricht es verschieden aus. Wir sagen die Cheops-Pyramide und andere sagen die Chops-Pyramide und egal wie, aber die größte von ihnen. Für die hat man 2.300.000 Kalksteine gebraucht, um sie zu erschaffen. Schon irre, gell? Und ja, wie hoch ist das Ding? Das ist eigentlich meine Quizfrage. Ist sie A 146 Meter hoch? Ist sie 157 Meter hoch? Oder ist sie sogar 178 Meter hoch? Das könnt ihr ganz leicht googeln. Und dann schreibt ihr mir die Antwort hier drunter. Und am Sonntagabend um 18 Uhr findet die Verlosung statt per Zufallsgenerator. Deswegen, das geht nur hier auf YouTube, dass ihr eure Kommentare reinschreibt. Schreibt ihr das in Facebook oder wo auch immer hin oder bei Instagram. Das nimmt nicht an der Verlosung teil, weil ich habe einen Zufallsgenerator, der dann den Namen zieht. Und ja, denn die Auflösung schreibe ich dann unter dieses Gewinnspiel-Video am Sonntagabend um 18 Uhr. Und ja, wen ich dann ermittelt habe, der muss mir dann unter claudias.küchenexpress@web.de seine Adresse schicken und dann geht der Gewinn raus. Wie gesagt, drei Gewinner, ein guter, zwei Trostpreise sozusagen. Ich hoffe, es macht euch Spaß, nehmt reich teil und ja, ich drücke euch die Daumen, gell? Bis dann, eure Claudia. Ciao.